Landeanflug auf Numbani. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Dafür bin ich nie bereit. Wenn es eines auf dieser Welt gibt, wo ich nie bereit bin, dann Placements in der Blechhölle. In diesem Sinne erstmal Hallöchen, willkommen bei meinen Placements in der Blechhölle. Irgendwann muss es ja sein. Ich will nicht. Ich habe ganz böse Vibes. Also ich habe Shadow schon gestern gesagt, als er gemeint hat, er übt noch ein Ründchen. Nee, irgendwie, also bevor ich meine Placements mache, will ich von dem Spiel nichts wissen. Ich habe da so ganz, ganz böse Vorahnungen. Also ihr seht mich sehr motiviert. Beziehungsweise hört mich motiviert. Sehen könnt ihr nur meine Hände. Gott, ich muss mal wieder die Fingernägel schneiden. Okay. Der große Plan, ich gehe jetzt absolut YOLO mit Moira, werde Instant Platin und dann holla die Waldfee. Ja, das ist ein Plan. Das wird funktionieren. Übrigens schon mal vielen Dank an all diejenigen, die damals im Vote gemeint haben, ich soll das hier aufnehmen. Ich hasse euch alle. Jeden einzelnen von euch. So funktioniert Zuschauerbindung. Hass. Im Internet ist so die persönliche Währung. Also entweder haust du Fakes raus, fängst Pranks an, Beefs oder Hass. Also Hass ist sowas wie die Exodia. Also jeder ist darauf getrimmt. Jeder kennt das, jeder mag das, schmeckt nach Vanille, ist gut. Gott, und die sind jetzt... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Die sind sehr darauf getrimmt, uns direkt im Punkt zu halten. Ja, geht eigentlich. Schluck Heilung. Ach, komm schon. Und natürlich der Hansi. Ach, Gottes Willen. Ah, aber die Moira. Die Mercy. Mercy. Die weiß auf jeden Fall, wen sie heilen muss. So. Den lenken wir mal ein bisschen ab. Kassieren auch mal ein bisschen Schaden. Das meine ich eigentlich nicht mit Schaden. Aua. Manu. Oh. Ein Reinhard. Die sind ein bisschen mobil, oder? Ja, gut. Ich meine, was haben wir da? Wir haben eine Hackerin, die den Schild hacken kann, ein Standgeschütz und ein vierbeiniges Standgeschütz. Ein Reinhard ist da, glaube ich, ein bisschen arg, meh. Ach. Ich liebe es, wenn du den auf Teufel komm raus versuchst, ein bisschen Heilung zu geben. Da ist ein Drache. Oh, fuck. Von wo hat der Typ geschossen? Hä? Ach, von da hinten. Oh, scheiß doch die Wand an. Es fängt schon richtig gut an. Ich habe immer noch Silber mit Heilung. Wett. Mercy, da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Wieso habe ich Silber in Heilung? Du heilst doch, oder? Hoffe ich doch. Ja, man hat sie schon mal ölt. Oh, da ist die gegnerische. Ach Gott. Okay, ich fasse zusammen. Die sind jetzt alle dort oben rumgeeiert. Vermutlich glaube ich das aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. Ich kann mich auch gerade komplett irren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Sekunde dann auch nicht drauf geachtet. War tatsächlich immer mein Fehler. So, Nuckelheilung. Ach, Gottes Willen. Es wäre ja auch mal schön, wenn eine Pharah stehen bleiben würde, damit man sie festheilen kann. Ja, ignoriert die Hackerin. Oh, komm. Ja, Kinder, wo bleibt... Ich scheiß die Wand an. Wir haben den Tank, wir haben den Heiler. Ich mache hier große Ablenkungen, damit die mal hinterherkommen. Und die warten. Lass den Heiler vorrennen. Der ist gerade so schön am Ulten. Ist das euer Plan? Hm? Ihr gottverdammten Vollidioten. Euch haben sie doch ein bisschen zu viel Dill zum Schnüffeln gegeben. Ja, dann wär's halt nicht vorgerannt. Leck mich am Arsch. Einerseits habt ihr recht, andererseits leckt mich am Arsch. Ich bin Placements anmachen. Ich bin gestresst.
Hey, aber halt still. Die will ich. Oh, die will ich so sehr. Halt jetzt still, Gottes Willen. So. Das schmeckt doch lecker nach Sieg. Oh, geht eigentlich. Die Mercy heilt tatsächlich, finde ich gut. Kann man so anbieten. Die hat sich jetzt zwar teilweise auch schon ein bisschen affig angestellt, aber meine Güte, ist eine Mercy, die kann halt auch nicht vorrennen, wie sie möchte. Mach ich jetzt mal keinen Vorwurf. Der Diva wiederum und der Pharaoh, das ist halt wieder eine ganz andere Geschichte. Oh nö, oh, pack deinen Pimmeldrachen weg. Lebe, lebe, lebe. Ja klar. Hm. Das lassen wir einfach mal so wirken. Finde ich generell ein bisschen bescheuert, dass man eine konstante wirkende Ult einfach so abbrechen kann, aber gut. Was willst du machen? Sombra hat ja ansonsten nichts. Halt still! So. Ist er jetzt schon an anderer Hand oder? Oder? Kam es so vor, als ob der letzte Hand zum anderen Skin hatte. Haben die da durchgewechselt? So, halt still, ich will dir nur was Gutes tun. Oh Gottes Willen. Natürlich wieder ein YOLO-Hard. Ich habe gerade eine Ult getötet, kriege ich dafür Bonis? Kriege ich dafür was in den Hintern geblasen? Oh, ich weiß, was ich dafür reingedrückt bekomme. Aber so immer noch tatsächlich die dasselbe Hand so. Habe ich ehrlich gesagt nicht auf den Skin geachtet. Vielleicht ist eine neue Methode erforderlich. Passiert. Das wird euch regenerieren. Hör auf, vor dem Heiler wegzurennen. Du bist auf mich zugewatscht. Du hast gesehen, dass ich auf dich zukomme. So, da kannst du Schild machen, wie du lustig bist. Interessiert kein Schwein. So. Noch ein bisschen was zum Ärgern. Oh, ist doch nicht die Möglichkeit. Klar, ignoriert den Bäschen. So. Meine Güte. Ach, weißt du was? Der kann mich da hinten mal. Spielt selber mit dem. Irgendwann muss er ja in die Meute rein. Tatsache. Sie ignorieren ihn komplett. Wow. Okay, der Reinhard hat es endlich mal nach einer Million Jahre begriffen. Die hockt doch da oben. Ich kümmere mich um die Tracht. Ich wusste es. Oh, Gottes Willen. Ich bin übrigens Medic. Ich habe übrigens unsere Mercy überholt. Meine Vorgehensweise war fehlerhaft. Und wie viel Schaden habe ich gemacht? 2-3? Das ist schon mal eine Menge. Und deswegen ist Moira der bessere Medic. Jetzt rennt doch nicht schon wieder weg. Jedes Mal dasselbe. Du siehst eine Heilkugel auf dich zukommen. Du spürst, dass du gerade Heilung im Rücken hast. Nein, ich muss jetzt in deine Wand rennen. Ihr dämlichen, verblödeten Bonobos. Oh Gott. So. Fickt euch. Fickt euch hart. Ich habe jetzt ehrlich erwartet, dass ich aus dem Winkel noch getötet werde. Ablenkung, Ablenkung. Wo ist mein Team? Ablenkung. Goddammit. Ja, dann habe ich die Karre ein bisschen davon abgehalten, zurückzufahren. Ja, aber in den Placements ist es ja egal, ob du gewinnst oder verlierst, Schnauze. Nur weil man sich denn noch immer denkt, du musst möglichst bekloppt spielen, damit du möglichst viele Punkte bekommst, heißt das noch immer nicht, dass ich das Spielziel aus dem Sinn lasse. Also mein Deutsch ist heute wieder mächtig in mir. Ah, Gottes Willen. Natürlich war der die magische Funzel an. Er hat immer die magische Funzel an. Mann, habe ich ihn erwischt. Gleich lebt er wieder.
Sag mal, was willst denn du von mir? Willst du ein Preggy oder was? Kann dir ein bisschen Haggis um die Ohren schmieren. Ach Gott, deswegen geht mir diese Frau auf die Nerven. Hm, natürlich. So, jetzt lass mal gucken. Noch immer Gold in Heilung. Also ich will unserer Mercy wirklich nichts unterstellen. Sie ist bemüht und sie belebt. Aber es ist gerade ein bisschen einprägsam, dass sie sehr oft tot ist und anscheinend nicht zum Heilen kommt. Oder auf gut Deutsch, unser Team schert sich einen Scheißdreck darum, sie am Leben zu halten. Und das bricht einer Mercy immer das Genick. Also ich konnte mich ja immerhin noch zur Wehr setzen. Ich bin zwar krepiert am laufenden Meter, das will ich jetzt ja gar nicht kleinreden. Aber sie war ja konstant schutzlos. Wenn ich nicht mal nebenbei gestanden wäre, wie oft hätte der Hanzo sie jetzt von hinten abgeknallt? Ja, also, ihr merkt also dieses Gebluppere von wegen... Ja, Mercy wird ja in jedem Match genommen, die ist Top-Tier und Heiler und bla, wir müssen sie totnerven, damit andere wieder genommen werden. Ja, sie ist der Heiler, toll, sie kann nur noch heilen. Und wenn sie das jetzt noch weiter runterschrauben, dann wundert euch nicht, dass sie keinen Schwanz mehr spielen wird in den Ranked, bis ihr ein neues Rework raushaut. Also sprich, dass ihr das Originalkonzept wieder rausholt. Ja, ich hab die auch ganz gerne. Njam, njam, njam. Also jedes Mal, wenn mich Leute so wahnsinnig anstarren, habe ich immer das Gefühl, ich habe Push the Talk nicht an. So. Immerhin, die denken ein bisschen mit, die sind ein bisschen stationär getrimmt, aber ich glaube, ich sollte vielleicht mal zu dem Zwerg hoch. Also von da oben kann ich auch noch eine Heilkugel werfen und der wird sehr schnell wegsterben. Apropos schnell wegsterben. Ich gehe dann doch lieber mal wieder runter. Oh Gott, des Willen. Hä? Ach, da hinten. Na, lieber mal auf Proforma. Habe ich es gerade direkt instant auf 76% geschafft? What the fuck? Was tut ihr, Leute? Bin ich gerade der Einzige, der hier irgendwas versucht zu reißen, oder? Ich meine, lasst euch Zeit. Chillt ein bisschen. Esst eine Cola, trinkt einen Keks. Erstmal ein bisschen den Tank beschäftigen, die Leute ein. Hoffen. Ja, oh Gott, der will mich doch. Den habe ich jetzt blöd geworfen, gebe ich zu. Ganz offen. Mein Fehler, sorry. Oh, die haben eine Anna. Also, der Typ hat sich hier wirklich auf mich eingeschossen. Der weiß, wen er fokussieren muss. Der weiß echt, wen er fokussieren muss. Ui. Wobei ich eher glaube, dass er das Schwein im Visier hatte. Das wird euch regenerieren. Ja Gott, Überraschung. Brigitte wird eingestampft. Ich werde angegriffen. Jetzt wird's Schmerz. Ja, Kinder, 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 Kinder. Was tut ihr denn da? Ist das eure Realität? Ist das das Beste, was ihr zusammenkriegt mit eurem kleinen Commodore 64 Verstand? Okay, doch, da kommt gleich was um die Ecke. Immerhin, das Schwein macht mal eine ganz anständige Aktion und lenkt die Leute ein bisschen ab. Der will zwar nur seinen eigenen Score hochpushen. Nee, dein Score kannst du mal selber behalten. Ja, lass ihn raus, den Biber und so, ne? Wo ist er denn? Oh ja. Schade, 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 schade. Wie steht's eigentlich momentan? 10.000, oh, ganz solide. Also Schaden veranstalten die ja wie die Bekloppten. Also klar, Displacements. Das Einzige, was sie zustande bringen, ist Goldmedaillenschaden. Ansonsten
Silber im Zielfortschritt. Ja klar, wenn kein Schwanz an der Payload rumrennt und irgendwas versucht. Gottes Willen. Du rasiertes Äffchen. Ist unser Torso jetzt sinnlos verreckt? Wow. Die Aktion hat's gebracht, ne? Ja, du mich auch. Hey. Na ja, gut. Ich hab sie auf jeden Fall geworfen. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich da jetzt einer versteckt hätte, ich hätte ihn geheilt. Ach, eher nur warum. Da lag ich doch gar nicht mal so falsch mit meiner Vermutung, dass hinter uns was ist. Sag mal. Ja klar, wir haben den Bastion und einen Torb. Dass da der Schadenscounter hochrascht, ist ja klar. Die müssen ja nicht viel anstellen. Hab mich jetzt echt gerade gewundert, dass ich immer noch Bronze habe, obwohl ich so viel Schaden veranstalte. Also für einen Medic mache ich sehr viel Schaden. Muss ich echt so sagen. Also jetzt mal ohne Selbstlob etc. Da kannst du lang warten, dass eine Mercy auf sowas kommt. Au. Das war unbefriedigend. Ja, und unser Bastion lässt sich von allem catchen, was irgendwie einen Dart hat. Das ist immer toll. Oh, wirklich? Unser Bastion ist schon wieder tot. Ach, freu ich mich. Kinder, Kinder, Kinder! Wir haben Problemchen. Vielleicht mal ein bisschen Teamwork? Ein bisschen kiffen? So. Das ist jetzt Play of the Game oder ich spiele nicht mehr mit. Gottes Willen. Was ein Gejatze hier. Muss erstmal der Medic wieder um die Ecke kommen und euch 5800 Schaden. Ja. Also, ey, ich habe ja gerade echt zu tun, also kann man mir nicht unterstellen, ich würde hier nichts reißen. Aber holla die Waldfee. Da nuckeln ein bisschen, hör auf zu jammern. Der weiß, wen er will. Der weiß wirklich, wen er will. Hab Spaß. Kinder. Ihr merkt, dass wir hier gerade ein bisschen von der Seite überrannt werden, ne? Hoffe ich zumindest. Eieieiei. Ich liebe ja YOLO-Hearts. So, Nuckel, mein Kleiner. Nuckel. Doppel hält besser. Das sehe ich doch gerade, was? Oder ich habe mich verschaut. Könnte auch eine Granate gewesen sein. Ach Gottes Willen. Kumpel, wenn du von allem gecatcht wirst, dann nimm halt was, was nicht stationär in der Gegend rumpimmelt. Gottes Willen. Hey. So. Ohoho. Da will ich irgendwie nicht raus. Sicher ist sicher, der alte Mann muss leben. So, also ihr könnt euch jetzt mal ein Bild von machen. Versucht solche Aktionen mal als Mercy. Mal gucken. 6, 8 Schaden. 13, 7 geheilt. Und Leute fragen mich wirklich, warum Mercy so selten genommen wird von Leuten? Dass ich mittlerweile mehr auf Moira umsteige, auch wenn ich immer noch gut mit Mercy kann? Nee. Also die Frage hat sich irgendwie selbst erklärt. Ja, Bastion, schön, dass du immer noch einen Fick darauf gibst, um den Kerl zu jagen. Ich bin ja echt mal gespannt, wie viel Heilung ich am Ende rauskrieg. Die
Ich wusste, dass ich sterbe. Da war ein bisschen Abwechslung in Müll sprühen auch ganz geil. Okay. Ah, Kinder. Ui. Ja gut, die Anna hatte ich ja eh gerade gedartet. Da kann ich draufhalten mit Heilung, wie ich lustig bin. Oh Gott. Ja, auf Strafen stehe ich jetzt nicht so. Guck mal, eine tote Pharah. Ah. 14,6 geheilt, 7,2 Schaden. Ich warte auf den ersten, der mir erzählen möchte, ich habe nicht geheilt. Okay, mal gucken, wer hat einen brauchbaren Job gemacht? Du hast wenigstens die Tankrolle konsequent gespielt, lass ich dir komplett. Ja, Torb war hilfreich. Komm, also ich lobe jetzt mal die, die wenigstens ihre Jobs ansatzweise gemacht haben. Warum man dir jetzt das reinbläst, weiß ich jetzt auch nicht. Das soll mir recht sein. Ja, doch. Doch, das war ein guter Anfang. Ich bin jetzt mal zuversichtlich. Na, wobei, warte. Ich mache gerade einen Fehler. Placements und Zuversicht. Ich weiß immer, was genau dann passiert. Aber immerhin, es ist nicht der schlechteste Anfang. Ich bin jetzt mal gespannt, was beim nächsten Mal sein wird. Tod, Verdammnis, Verderben, Elend. Na ja gut, wir sehen uns dann in der nächsten Runde.